Hey Leute, wir sind mit unserem Heizungsprojekt nicht einmal fertig und haben schon wieder den nächsten Defekt. Wir haben circa gleich vor 4 Jahren einmal die Bremsklötze getauscht, weil eben da der Bremskolben ausgefahren ist und das alles ein bisschen ölig war. Jetzt haben wir leider das gleiche Problem wieder. Auf der rechten Seite, ich sehe es jetzt nicht mehr so stark, hat es uns wieder quasi ein Bremsklotz den Belag abgefetzt. Jetzt ist natürlich der Kolben wieder hinausgefahren, aber er ist wieder ölig gemacht und das ist halt leicht Eisen auf Eisen gefahren. Jetzt ist das Problem, dass wir da, wenn Sie sich mal anschauen, aber vielleicht brauchen wir sogar neue Scheiben. Aber schauen wir mal. Es zeichnet sich da eigentlich kein gutes Bild an. Die Seiten ist noch gut. Weil man sieht eindeutig, dass die Glätzl innen weiter angefahren sind und dass sie die Ankerplatten durchbiegen. Die Löcher sind eigentlich eh ein bisschen größer, das heißt in die Stifte kann es eigentlich nicht biegen bleiben oder sie verzwicken. Und da sieht man eigentlich gar keinen Schein, das ist aber der Grund, weil das da eigentlich komplett zusammenbremst ist. Und dann so ein Stickel, also ein Stickel drinnen zwickt. Du bist der Kolben wieder ausgefahren. Das ist echt voll Arsch ist. Schauen wir mal. Die Nähren da besser funktionieren. Wenn ich so ein Glätzl kaufe daneben, Zubehör. Die, was wir jetzt vom originalen Partout oder Kessler jetzt wieder gekauft haben, sind eigentlich ziemlich die gleiche Marke. Nur ein bisschen schöner von der Optik her, also kann vielleicht sein, dass die anderen so ein bisschen Auswurfware ist, was du halt günstig kriegst, und die anderen sind halt das, was eigentlich in den Handel gehört. War eine Möglichkeit. Aber wir werden das in der, müssen wir anschauen und entweder reparieren oder ganz reparieren. Mit Scheiben tauschen, aber schauen wir mal, was wir da noch sehen. So ist es auf jeden Fall nicht ausschauen. So, ich kann es, wenn man Bremsen macht und man holt sowas raus. Naja. Wieder kein Plan, das hat es komplett aufgerissen und wieder verschwarzt. Weil das sollte eigentlich zwicken die da seitlich. Sollte eigentlich halbwegs so ausschauen. Aber es ist ein bisschen zu verändert. So Pets. Sieht sogar ein bisschen die Marken von der Zahlen jetzt. Die Neichen sind von der gleichen Marken eigentlich her, gute Marken. Und das Ding auch da raus. Das sind eigentlich original. So Zwischenplatten. Weil hört man sich jetzt eh. Die Scheibe rennt außer der Mitte. Wenn das sonst alles nicht ausgeht. Ein bisschen eine wilde Konstruktion. Aber eigentlich. Das war davor. Das passt normal auch nicht zusammen. Da kann ich nicht der Glätzl. Achso, nein. Wir haben nämlich das. Das war mal das Glätzl.
Und wir haben so jetzt dazwischen reingekriegt. So wie da drüben haben wir auch die Glätzl, neue Glätzl, das alte, alte Scheim und dann erst die originale Platten. Das heißt, das war eigentlich eh schon ohne Belag. Und das hat es uns dann eigentlich auch, es muss schnell gegangen sein. Aber der Papa sagt, man hat nichts gehört. Naja. 5 mm Eisen und nochmal so 5 mm Eisen. Die Scheiben sind zu. Die Scheiben sind zu. Und der Radio ist noch rein. Ah, die Traktorscheiben sind zu. Die Traktorscheiben sind zu, ja. Schauen wir mal. Und die Musik rennt auch. Den einen dicht, den einen Zylinder mal Bremssattel andichten. Die Scheiben einmal wieder richten. Und wenn es wieder hin ist, liegt es nicht an den Glätzen, liegt es eindeutig an die Scheiben, weil sie einfach schon zu alt und rostig sind. Und du das nicht mehr frei bremst. Man weiß es nicht, oder liegt es an die Stift. Die einen waren leicht verbogen auf der Seite, wo halt das passiert ist, aber man noch nicht. Wenn ich mir das anschaue, dass da ein wenig die Stift verbirgt. Das sind so Imbu, so kleine 8er, 10er Schrauben, also eigentlich eh was gut. Wild. Aber schauen wir mal, was wir hier rauskriegen, jetzt werden wir das mal abbauen. Andichten, Scheiben, putzen, reinigen. Jo. Seht ihr das aber so ein jetzt. Wie ihr seht, haben wir schon den Sattel abgebaut. Den Fehler haben wir auch schon gefunden. Das Ergebnis oder den Fehler zeigen wir euch dann im Anschluss. Jetzt geht es mir darum, die Bremsscheiben haben wir da einmal so grob in Stand gesetzt. Die anderen Seiten mache ich dann noch, die anderen Bremsscheiben. Bitte zerreißt mir da in die Kommentare nicht, dass das ein Pfusch ist. Es ist ein Pfusch ein bisschen, aber es geht um einen Holzwagen, wo es eigentlich gar keine Bremsen braucht. Der Traktor hat 6000 Kilo und ist Vierrad und Allrad gebremst, sprich der Traktor kann den Anhänger jederzeit ohne Bremsen da halten. Sonst darf er sowieso so gar nicht fahren. Das ist also rechtlich alles gedeckt. Geht es nur darum, dass das ein bisschen gestreckt bleibt, der Zug, wenn es rutschig ist. Und jetzt seht ihr zum Anschluss jetzt noch, wie man den Bremssattel abdichten. Das ist im Prinzip keine große Hocken. Da schaut man dazu. Und der Grund für den schon, seht ihr nachher. Und wie wir das gelöst haben, seht ihr auch nachher dann. Das ist alles schon in Arbeit. Und genau. Los geht's. So, komm jetzt rein. Das ist Nummer 1. Nummer 2, das ist ein O-Ring-Abzieher, darum geht das so schnell und einfach. Ich sehe da scharfe Spitze. Das hilft dann sehr schnell weiter. Jetzt das einmal. Jetzt setzen wir die neuen Ringe wieder ein. Macht man am besten oben, wo man nicht hinsieht. Den ersten haben wir schon. Sitzen.
Folgen ist jetzt auch leicht geölt. Das mit ganzen Eindrücken sparen wir sie noch. Öl. Der Ring hat jetzt schon ein bisschen zugenommen. Wir sind jetzt schon mal fertig mit Notdichten, haben den Sattel montiert. Und jetzt zeigen wir euch, warum sie das Glätzl so schnell vernichtet hat. Es ist auch ein Grund, wenn ihr es nicht an das glaubt, dass das hält, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ihr den Kanal abonniert. Weil wenn das wieder auseinanderfliegt, seht ihr es wieder. Und wenn es hält, sehen wir kein Video davon, aber zumindest gibt es irgendwann mehr Update von denen. Und zwar ist das Problem bei der ganzen Geschichte, der Bremssattel sitzt nicht zentral zur Bremsscheibe und so Klotz geht auf der Seite perfekt hinein. Und auf der drüberen Seite haben wir leider das Problem, dass die Führung da hinten schon aus ist und das Glätzl da vorne komplett in der Luft hängt. Wenn man das so zusammenhält, sieht man das eindeutig. Also sobald das Glätzl ein bisschen verschlissen ist, kommen wir schon in einen Bereich, wo die Führung führt und dann halt nur mehr auf die Führungsstifte um. Das heißt, das kann sich wesentlich schneller verzwicken, blockieren, schief werden, alles Mögliche. Das ist so eigentlich, für keiner Bremsen darf das sein. Und wenn das da der Fall ist, ist das eindeutig mal ein Grund, warum es gescheitert hat, mehr oder weniger. Als Abhilfe waren früher diese Distanzplatten drinnen. Die haben aber natürlich, ihr seht es, mit der Führung überhaupt nichts zu tun, von der Braten her. Jetzt war unsere schnelle Lösung, und da eigentlich die einzige und beste Lösung, dass wir aus den alten Glätzl, das habe ich schon vor ein bisschen zusammengedacht und habe ein neues Glätzl mitbestellt, die alten sowieso Fetzen hier waren, haben wir einfach da die Platten der alten Klötze auf die neuen aufgeschweißt, sind so mit Hecher und wir können jetzt zu jeder Zeit garantieren, dass die Klötze eine Führung haben. Wenn wir das jetzt da reinlegen, zwickt jetzt ein bisschen, müssen wir noch weiter drüber putzen. Aber ihr seht, diese zwei Zwischenstücke sind circa so hoch wie der Belag. Das heißt, auch wenn ich den Belag so ziemlich ganz zusammengefahren habe, greift immer noch hinten die letzte Platte und hält mir die Führung, dass man da nicht das schief drucken kann. Das heißt, da haben wir jetzt eine einfache Lösung gefunden, wieder die einzige Lösung, sei, dass wir das halbwegs gut zusammenbringen. Jetzt flanschen wir das alles wieder rein, entlüften es und schaut es dabei noch ein bisschen zu. Wir haben das jetzt ohne Filmen zusammengebaut, weil es eigentlich mehr gerenkt hat. Wir sind jetzt fertig. Der Ring hat aufgehört. Ein Klassiker. Entlüften ist eh logisch auf Druck gehen. Ein bisschen was rauslassen, dass die Luft weg ist.
Vom Druck her schaut jetzt nicht so wild aus. Das druckt schon zu, dann lässt wieder locker. Also, dass du was verbogen hättest, zu viel Druck ist, das glaube ich eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn es knapponiert, seht ihr es, wenn es wieder hin ist. Am Anfang vom Video blendet das sowieso ein, wenn wir das sehr stimmig gemacht haben. Davor hat es eh ewig lang gehalten. Und ja, das war's. Aber für das zur Steuerung kommt dann auch noch ein Teaser, weil da ist schon die neue Steuerung drauf. Hohohoho. Nur haben wir mit der eigentlich auch schon am Anfang auch Probleme gehabt. Jetzt haben wir das einmal eingesprüht, ist besser geworden, aber da kommt auch ein extra Video, das noch mit Slayen, Fetten und dann schauen, ob das besser wird. Sonst sind wir bis jetzt sehr zufrieden. Es wird dann gleich ein extra Video noch. Also, bis dorthin.